absoluter Höhepunkt in der Ennstaler Volksfestkultur ist der Eicher Kirtag. Ein ganzes Dorf wird für einen Tag in emsigen Kirtagstrubel verwandelt. Ein Muss für alle Volksfestfreunde. Hauptsächlicher volkskultureller Schwerpunkt ist, wie schon seit Anbeginn des Eicher Kirtags, die echte, tontechnisch unverstärkte Volksmusik mit wunderschönen Liedern, Jodlern und Tänzen. Akustisch belebt wird das Kirtagstreiben mit der 16. Eicher Trophy, der Alttraktorenrallye sowie dem 6. VW Käfer- und Bulli-Treffen. Eine lustig-nostalgische Bereicherung für das bunte Treiben in Eich. Naja, mittlerweile ist die Organisation sehr umfangreich. Wir feiern ja heuer mehr oder weniger das silberne Jubiläum. Und der ursprüngliche Kleineicher Kirtag ist ja eher groß geworden, ist ja erwachsen geworden. Mittlerweile auch was die Inhalte betrifft und auch die Besucherakzeptanz. Und was wir im Kirtag verkaufen wollen, das ist Herzlichkeit, Gastlichkeit und die Gemütlichkeit, die wir in Aach einfach haben. Wir wollen authentisch bleiben und das muss uns gelingen. Und das freut mich, dass wir das heute, glaube ich, mit Hilfe von Petrus, vom Wettergott, wieder ganz gut geschafft haben. Beim fröhlichen Flanieren vorbei an den liebevoll gestalteten Kirtagshütten konnten köstliche Ennstaler Krapfenvariationen verkostet werden. Verschiedenste Traditionshandwerke wurden präsentiert und ein Eicher Kirtag wäre undenkbar ohne sein beliebtes Straßentheater. Wenn Sie schon immer die größte Lederhose der Welt finden wollten, so war diese natürlich nirgends anders zu bestaunen als in Eich. Ein viel bewundertes Unikat. Unverwechselbar wie der Kirtag in Eich. Der Hans hat mich jetzt da kontaktiert, weil er das wieder gewusst hat, dass wir die größte Lederhose der Welt haben. Und die ist heute das erste Mal außer Haus. Also die Aacher sind die Ersten, die die Hosen einmal zur Verfügung gestellt gekriegt haben. Und das freut mich natürlich sehr. Ne? Ja, dieses Jahr war sicher die 25 Jahre Kleineicher Kirtag, der ja wirklich 1989 begonnen hat. Mein Freund Hans Miller, heute oberster Boss unserer Herbstkultur. Um eine gute Idee sind wir nie verlegen, damals schon nicht gewesen, in der Jugend. Und uns ist dann eingefallen, naja, machen wir da mal so einen Kirchtag mit einem Fetzenmarkt. Das war so der Beginn. Und dass sich das zu so einem Fest entwickelt hat, war vielleicht auch ein Aspekt dabei. Das Motto von Anfang an, ein Fest ohne Musikverstärker. Und das ist dann auch sehr schnell aufgenommen worden da in der Region. Neben alle anderen Bierzeltveranstaltungen, aber das hat dann natürlich eine Eigenheit erreicht. Ja, wir kommen aus Wien und kommen jedes Jahr gern her. Wir wohnen am Gumpenberg und fühlen uns immer wohl da. Es ist immer sehr hübsch, hat gute Stimmung, alles super. Eine Tracht kann man anziehen, ja. Fühlen wir uns immer wohl.
Das kann man in Wien nicht. Und deswegen kommen wir gern her. Ja, das Tanzen und die Leute. Und die Musik und alles einfach. Die ganze Stimmung ist, Essen passt und alles ist, die Tradition ist auch noch erhalten da. Und man trifft voll viele Leute da. Die Tipps macht alles Mögliche. Ja, am Schnitzel essen, Eis essen. Ja. Ja, weil es so schön ist bei uns und weil viel los ist. Und Tradition auch. Ja. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, das ist so eine tolle Veranstaltung. Ich habe das überhaupt noch nie erlebt, dass ich so viele nette Leute getroffen habe auf einem Fleck. Und die Organisation da herum ist wirklich ein Wahnsinn. Das Traditionelle da herum ist einfach wunderbar. Weißt, das ist kein Kirchtag, wo es nur einen Fetzenmarkt gibt oder irgendwelche Autodromen oder Ringelspiel, sondern das ist einfach traditionell. Da kriegst du auch noch rockene Kropfen und mir gefällt das. Weil das alles noch natürlich runtergeht und wirklich noch ohne Verstärker überall gespielt wird, glaube ich, das wollen die Leute wieder mehr. Ne? Ja, wenn man das anschaut, das ist einfach Begeisterung pur. Ein tolles Fest, alle Jahre wieder. Ich selber bin, glaube ich, auch schon das fünfte Mal hier. Es ist so eine tolle Stimmung mit so verschiedenen Sachen, so folkloristischen Dingen, Musik, also Kinder, Familie, alles, was man eigentlich von einer schönen Veranstaltung erwarten kann. Kein Tag wie dieser ohne ein Top-Gewinnspiel und wahrhaft sensationelle Preise. Einmal mehr durften sich glückliche Gewinner freuen und miteinander kräftig feiern. Gratuliere recht herzlich, freut mich, dass es in den Ramsau gegangen ist und wünsche eine gute, unfallfreie Fahrt. Ja, ich bin überwältigt, also gerechnet überhaupt nicht damit, also ein Wahnsinn. Wie viele Lose hast du gekauft? Ich habe 2 Lose gekauft. Danke, ich bin ganz überrascht, weil normalerweise gewinne ich nie was und heute habe ich ja damit zugeschlagen. Dankeschön. Es wird sehr gut angenommen, nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch touristisch. Ich bin natürlich als Touristiker stolz, dass da so viele Leute gekommen sind. Es ist nichts hochgeschraubt, man kann sich mit allen Leuten unterhalten und man fühlt sich wohl, weil sonst kommen wir ja nicht her. Ja, es ist zum einen die Lässigkeit, die Lockerheit der Gäste, aber nicht nur der Gäste, sondern vor allem auch die Lockerheit, die Lässigkeit der Orcher und das einfach macht dieses großartige Fest aus. Es ist wirklich was Besonderes, wir sind stolz und wenn es darauf ankommt, halten wir Orcher, Assacher und Gössenberger alle zusammen und wir machen was Gescheites draus. Und ja, ich glaube, das hat sich ganz gut bewährt und wir haben heute schon einige Musikkapellen wieder fürs nächste Jahr gebucht. Ich glaube, wir bleiben auf der Schiene, es ist erfolgversprechend. Der Eicher Kirtag ist seit Bestehen der Eicher Herbstkultur, also seit nunmehr 25 Jahren, ein wesentlicher Teil und Höhepunkt im Rahmen des 6 Wochen dauernden Kulturprogramms. Im Zeichen der Heimat und der Gemeinschaft wird hier miteinander die Zukunft gestaltet. Traditionell, bewusst und doch so bunt und hell, dass man sich gerne gemeinsam auf den Weg macht. Thank you.